Er ist bereits mit 44 Jahren in Rente gegangen. Und wie er das geschafft hat, erklärt uns heute Carsten Jeske. Servus und herzlich willkommen in einem brandneuen Video der Mission Money. Wir sind heute back mit einem sehr spannenden Gast. Sein Name ist Carsten Jeske. Er lebt seit fast 25 Jahren in den USA, hat dort studiert, hat dann für die US-Zentralbank gearbeitet, danach im Asset Management einer Wall Street Bank. Und letztes Jahr, jetzt kommt das wirklich Spannende, ist er tatsächlich mit 44 Jahren schon in Rente gegangen. Darüber schreibt er auch in seinem Blog Early Retirement Now. Und wie er das bewerkstelligt hat und wie er jetzt lebt, das erklärt er uns heute in diesem Video. Herzlich willkommen, Carsten. Dankeschön, Dankeschön. Carsten, jetzt bin ich persönlich auch sehr gespannt. Wir hatten ja vor einem Jahr Oliver Nölting zu Gast. Ja, den kennen wir. Auch als Frugalist bekannt oder für den Frugalisten-Lifestyle. Jetzt ist die erste Frage, du hast schon gesagt, du kennst ihn auch. Bist du auch ein Frugalist? Ist ja alles relativ. Ja. Also gemessen an meinem damaligen Einkommen war ich sicherlich sehr frugal. Also wir haben so 50-60% Sparrate gehabt. Aber wir haben uns jetzt nicht irgendwie einschränken müssen. Also wir hatten nicht mal irgendwie weder auf dem Papier noch in einem Excel-Spreadsheet ein Budget. Also so ein Sparplan oder also Ausgabeplan. Also wir haben schon relativ großzügig gelebt, aber auch sehr viel gespart, also so circa 50-60% dann zum Schluss. Und also an dem gemessen, was wir uns hätten leisten können, waren wir sehr frugal, aber wenn man uns alles gesehen hat, dann waren wir so die typische Mittelklasse oder vielleicht obere Mittelklasse-Familie, die man so aus den USA kennt. Auch. Lag dann wahrscheinlich auch daran, dass du jetzt nicht wirklich schlecht verdient hast, genau, oder? Genau. Also ich habe im Privatsektor in den USA gearbeitet, bei einer großen Bank, Asset Management, da sind die Gehälter auch sehr gut. Ich war promovierter Volkswirt, CFA Charter. Also wenn man das alles so zusammenrechnet, kam eigentlich ein sehr gutes Gehalt raus, so im mittleren Management. Und da hat man sehr ordentlich verdient, natürlich auch in einer sehr teuren Großstadt gewohnt. Aber also selbst mit diesem, genau, in San Francisco, also nicht in New York, sondern in San Francisco. Da sind die Mieten aber auch sportlich. Da sind die Mieten sehr hoch. Also je nachdem, wie man es ausrechnet, ist es entweder die zweiteuerste Stadt der USA, so nach New York City, oder sogar die teuerste Großstadt in den USA, dadurch, dass wir jetzt im Silicon Valley, dass da so die Post abgegangen ist. Also es war schon sehr teuer. Ich hatte das Glück oder das dumme Glück, dass ich 2008 mir eine Eigentumswohnung gekauft habe in San Francisco. Also durch Mietsteigerung hatte ich da jetzt nicht so die großen Nachteile. Im Gegenteil, wir haben dann sogar unsere Wohnung dann 2018 mit ein bisschen Gewinn verkauft. Also dadurch alleine sind wir jetzt natürlich nicht in die Rente gegangen. Also, aber es hat dann schon so im Grenzwert so ein bisschen geholfen auch. Ja. Jetzt kommen wir gleich noch detailliert auf alles. Wir gehen da schön Schritt für Schritt durch. Erstmal, wie du dazu gekommen bist, dann am Ende auch zu Entnahmeplänen und wie du das jetzt sozusagen gestaltest, dein Leben. Vielleicht kurz, damit die Leute das ein bisschen besser einschätzen können, dich ein bisschen kennenlernen, wie dein aktuelles Leben jetzt aussieht. Also man könnte ja sagen, du bist jetzt World Traveler par excellence. Ja, also wir sind Anfang Juni 2018 in Rente gegangen und wir sind insgesamt 11 Monate gereist. Zwischendurch haben wir uns ein Haus gekauft und haben dann da unser neues Leben angefangen. Also Haus dann wo? In Washington, also im Bundesstaat Washington, also nicht der Hauptstadt Washington, sondern ganz an der Westküste, 2 Staaten nördlich von Kalifornien, also einmal durch Oregon also durch. Dann Seattle, und dann Ecke, direkt da oben. Also wir sind sogar also ganz nah an der Grenze zwischen Oregon und Washington. Also wir sind eher in der Nähe von Portland, Oregon. Portland, okay. Und das ist auch eine ziemlich große Stadt, 2,4 Millionen Einwohner, also im gesamten Einzugsgebiet. Und da hat es uns sehr gut gefallen. Also wir wollten schon im Westen bleiben, das ist so, die Lebensqualität ist da sehr gut. Auch trotzdem immer noch etwas teurer. Also selbst im Washington State ist es auch noch wahrscheinlich teurer als im mittleren Westen in den USA. Aber also so die landschaftlichen Reize haben uns da sehr zugesagt. Aber war dann nicht die Idee da, zu sagen, okay, uns gefällt es ja gut, aber vielleicht macht es das Ganze dann doch ein bisschen einfacher, wenn man wohin zieht, wo man sich einfach schon mal einiges sparen kann? Ja, genau. Also der Preissprung von San Francisco nach Portland, also jetzt so in die Suburbs, in die Vorstädte von Portland, war schon sehr merkbar. Und wenn wir jetzt noch ein bisschen mehr gespart hätten und wir wären jetzt ganz, wie sagt man so, in die Pampa gezogen, dann hätte man noch etwas mehr gespart. Aber wir hatten ja, also wir haben also schon ein ziemlich großzügiges Budget, so unsere
unsere Vorruhestandsausgaben im Jahr. Also das ist schon immer noch so Mittelklasse, obere Mittelschicht, und was jetzt, wir da angesetzt haben. Warum du hier bist, können wir vielleicht kurz erklären. Also du besuchst gerade deinen Bruder im Allgäu und davor warst du, glaube ich, in Spanien jetzt unterwegs. Ja, wir sind dieses Jahr 4 Monate unterwegs gewesen. Also Weltreise kann man diesen Teil jetzt nicht mehr nennen. Wir haben letztes Jahr etliche mehr Kontinente missgemacht. Also dieses Jahr waren wir nur in Anführungsstrichen 4 Monate unterwegs. Wir sind mit dem Kreuzfahrtschiff von Tampa, Florida nach Barcelona gefahren. Mhm. Das war ganz nett. Und sind dann in Barcelona angekommen, haben uns natürlich dann Spanien, Portugal, Marokko angeguckt, Italien, Kroatien, Griechenland, Südfrankreich. Ja, und also von Nizza aus sind wir dann letzte Woche nach München gekommen. Und ja, haben wir jetzt noch 2 Wochen in Deutschland insgesamt, wo wir dann Verwandte besuchen und uns hier immer noch ein bisschen was anschauen. Wenn man jetzt mal kritisch nachfragt, das klingt jetzt nicht so ganz frugal, das klingt ja fast schon eher so nach Jet-Set-Lifestyle ein bisschen. Also es ist so irgendwo dazwischen drin, ja. Also wir sind schon frugal genug, dass man natürlich, wenn man 4 Monate unterwegs ist, dann gestaltet man das nicht so aus wie eine 4-tägige Städtereise, wo man dann jede Mahlzeit in ein anderes Restaurant geht und abends nochmal ausgehen und dann nochmal zu Drinks ausgehen und bis in die Nacht feiert. Also wir machen das schon so, wir haben normalerweise dann Ferienwohnungen, wenn wir nicht bei Verwandten wohnen. Morgens in der Ferienwohnung machen wir uns Frühstück selbst. Wir nehmen uns dann normalerweise, also entweder wir nehmen uns Mittagessen mit, eine Stulle und natürlich also auch Getränke, normal. Und dann abends ausgehen. Oder wir gehen zum Mittagessen und dann machen wir uns abends nur einen Salat. Also erstens mal wird es dann auch an die Kasse gehen, ins Geld und Gewicht auch. Ich habe mich neulich noch gewogen. Ich habe gar nicht mal so viel zugenommen jetzt in den 4 Monaten Urlaub. Und, du bist ja auch viel unterwegs. Wir sind ja auch viel unterwegs, da läuft man auch viel. Wir haben heute früh noch Gepäck geschleppt. Ja. Jetzt ist die Frage, wie du eigentlich auf diese Idee gekommen bist. Vielleicht bevor wir jetzt noch in die Details gehen, würde mich das interessieren. Kam das irgendwie so, ich sag mal, über Nacht? Gab es da irgendwie einen Auslöser dafür? Oder hattest du das schon irgendwie immer in dir drin, dass du sagst, puh, also arbeiten will ich jetzt nicht bis 60? Also ich hatte immer schon vor, so ein bisschen früher in Rente zu gehen. Man hat das ja so mitbekommen. Also auch so, wenn die Generation vor mir sich unterhalten hat, welche Tipps und Tricks es da gibt. Also jetzt anstatt mit 63 dann mit 59 in Rente gehen. Also das hat mich immer schon mal beschäftigt, sogar schon als Kind, wenn man das gehört hat, wie so die Onkel und Tanten darüber unterhalten haben. Also bis zu 67 wollte ich sicherlich nie arbeiten. Und man hat sich dann so quasi nach runter gearbeitet, so von erst auf 60, dann auf 50. Und also bei mir hat es jetzt schon mit 44 geklappt. Also ich muss sagen, wenn ich jetzt ein bestimmtes Event angeben sollte, was mich da beeinflusst hat, ist, dass ich habe ja zuerst bei der amerikanischen Zentralbank gearbeitet, also quasi ein relativ sicherer Job. Man ist da wahrscheinlich nicht nach dem amerikanischen System ein richtiger Beamter, aber also schon ein relativ sicherer Job, den man auch tatsächlich so bis Mitte 60 weitermachen kann. Aber ich bin dann im Jahr 2008 in die private Wirtschaft gegangen, also zu einer großen Wall Street Bank. Spannende Phase. Und ich habe mich bei 3 großen Banken beworben, oder bei drei großen Instituten beworben. Das eine war Lehman Brothers, das andere AIG. Aber 2008 sagst du gerade, da hat es ja richtig geknallt. Und da hat es ja gerade richtig geknallt. Okay. Und da hat man dann schon gedacht, oh, habe ich da jetzt vielleicht einen ziemlich großen Fehler begangen, dass ich meine sichere Stelle aufgegeben habe. Und nacheinander ist dann Lehman Brothers untergegangen, AIG fast untergegangen. Also meine Firma hat sich eigentlich da ganz gut geschlagen. Ich will jetzt den Namen nicht sagen, wer das rausfinden will, kann das rausgoogeln, wo ich da exakt gearbeitet habe. Aber da hat man schon ziemlich einen Schock gekriegt, wo man dann gesehen hat, dass dann auch Stellenkürzungen da waren. Und also auch Stellenkürzungen, also quasi bei den ganz hochqualifizierten Leuten, also bei den Leuten, die promovierte Leute mit CFA-Charter. Und dass man sich da also quasi nie langfristig auf seinen Job verlassen kann. Obwohl, ich meine, so im Finanzsektor, also man bekommt dann jedes Jahr so einen Bonus ausgezahlt. Und da hat sich dann also quasi schon so eingraviert bei mir, also ich lebe von meinem Grundeinkommen und jedes Jahr den Bonus oder sogar noch mehr als den Bonus, den bunkere ich in guten Geldanlagen, also Aktien. Und also ich habe zum Beispiel Ende Februar 2009 dann meinen ersten Bonus ausgezahlt bekommen. Also so viel Geld, wie ich noch nie auf dem Konto hatte. Und den habe ich dann natürlich dann auch ganz kaltschnäuzig einfach in Aktien investiert. Also quasi fast zum Tiefpunkt, als der S&P rund 700 Punkte war.
Jetzt muss man natürlich sagen, du hattest natürlich schon auch ein bisschen Glück. Also gut, ja, dass du jetzt absolut, gut verdienst, ist absolut, ja auch Leistung. Das ist ja genau, sozusagen jetzt genau, kein reines Glück. Aber dass du dann natürlich noch einen Bonus kriegst und dann den reinsteckst, genau, ist ganz gut. Also das Glück des Tüchtigen, kann man sagen. Genau, ja, klar. Und also ja, ich muss also auch sagen, also meinen ersten Job habe ich 2000 bekommen. Ich hatte sogar als Student immer schon so ein bisschen mit Aktien gespart, aber das waren natürlich alles so Spielgeldbeträge. Nur, dass man schon mal so ein bisschen so Erfahrung bekommt. Aber dann 2000 meinen ersten Job bekommen, also da auch quasi so durch die Talsohle durch weiter. War das dann bei der FED schon? Das war schon vielleicht in die FED. Kannst du ganz kurz noch erklären, ja, wirklich nur ganz kurz, was du da gemacht hast, weil nicht, genau, dass die Leute so denken, du warst genau, mal Zentralbankchef zwischendurch, genau, und hast die Zinsen angehoben oder gesenkt. Genau, genau. Ich habe, und zwar die amerikanische Zentralbank ist ja ganz interessant aufgebaut. Es gibt das Federal Reserve Board in Washington. Dann gibt es auch noch mal so ganz dezentralisiert 12 weitere Zentralbanken, die alle ihre eigenen Bezirke haben. Ich glaube, in Texas gibt es also eine, oder? Genau, in Dallas, Texas gibt es eine. Also es gibt ja 50 Bundesstaaten und nur 12 Banken. Also es gibt dann schon mehrere Zentralbanken, die dann mehrere Staaten auch umfassen. Also ich war in Atlanta, das umfasst dann so Georgia, Florida, Alabama und noch mehrere Staaten. Und jede einzelne Zentralbank hat dann seinen eigenen Entscheidungsträger, der Präsident der Zentralbank, der dann auch mit zur FOMC dann die Entscheidungen macht. Also ich persönlich habe keine Entscheidung gemacht, aber ich habe die Entscheidungsträger bei dieser Entscheidung vorher beraten. Und wir haben dann so, wir haben natürlich durchgehend unsere eigenen Prognosen gemacht. Also nicht, wir haben nicht nur gearbeitet, als dann achtmal das Jahr unser Präsident dann nach Washington gereist ist. Also wir haben dann schon durchgehend so, also es kommt, also Payroll Employment Numbers kommen raus und dass wir da unsere eigene Analyse zu gemacht haben. Wir haben unsere eigenen Prognosen gemacht und dann auch die quasi die Recommendations, die Empfehlungen gemacht, was die Zentralbank denn machen sollte. Wurde nicht immer drauf gehört, aber sonst würde es jetzt vielleicht anders aussehen. Und also es war schon sehr interessant. Also es war quasi wie so ein Wall Street Chief Economist Büro, aber wir hatten quasi nur einen einzigen Kunden und das war unser Zentralbankchef. Und wir haben dann natürlich auch trotzdem immer noch ja, Events gehabt bei uns. Also Forschung haben wir natürlich auch gemacht. Also wir waren quasi so wie so ein eigenes kleines Economics Department und wir hatten nur einen Studenten und das war unser Zentralbankchef und er war auch sehr motiviert. Wahrscheinlich viel motivierter als unser durchschnittlicher College-Student. Und der, also es war schon ein sehr guter Job und es war natürlich so das Sprungbrett, was ich so im Hinterkopf immer schon hatte, von da aus dann auch zur Wall Street zu gehen. Okay. Und das war also von langer Hand geplant. Also entweder unterbewusst oder ganz bewusst geplant, kann ich jetzt auch nicht mehr so genau sagen. Jetzt mal Butter bei die Fische sozusagen. Jetzt hast du, haben wir schon festgestellt, du hattest ein bisschen Glück, hast hart gearbeitet, hast gut verdient. Jetzt hat das natürlich nicht zu Hause jeder leider. Also manche verdienen halt ein paar Euro weniger oder Dollar als du. Ist ja auch vollkommen okay. Würdest du jetzt trotzdem sagen, wenn uns die Leute jetzt zuschauen, und hoffentlich sind es einige, dass das jeder schaffen kann? Genau. Würdest du das sagen? Ja, und zwar, also es gibt ja nicht so ein 0-1-Denken. Es ist ja quasi so ein gesamtes Spektrum. Also ich hatte eine Sparrate von ca. 50-60% und worauf du damit hinauf kannst, ist, dass du dann quasi schon so viele Jahre und Jahrzehnte vor der gesetzlichen Rente in Rente gehen kannst, das dann quasi überbrücken kannst. Und dann, selbst wenn die gesetzliche Rente kommt, die ist ja in Amerika auch nicht so großzügig, dass man das dann immer noch aufstocken kann. Und jetzt am anderen Ende kann man sagen, es gibt ja Leute, die sparen vielleicht so 10% von ihrem Nettoeinkommen. Das wäre schon genug, wenn man das von ganz Anfang an macht, bis zum Rentenzeitpunkt. Man investiert das in Aktien, Aktienfonds, also selbst wenn man sich da nicht die Hände schmutzig machen will, so breit gestreute ETFs. Dann aber kann so man früh, wie du jetzt in Rente gehst, oder vielleicht noch früher, der Oliver hat ja gemeint mit 40, ja, also da wird es dann schon schwierig, oder? Da wird es dann schon schwierig. Also da würde ich dann schon vorschlagen, dass man dann schon so 10 bis 15 Jahre ansetzt, bei 50-60% Sparrate, 10% Sparrate, ja, dann fängt man mit 25 an, man zieht das bis 65 durch, geht dann mit 65 bis 67 in Rente und dann kann man, was man sich damit angespart hat, das muss man sich vorstellen, also die 40 Jahre, also was man da also an Zins- und Zinseszinseffekt dann hat über 40 Jahre, da läppert sich dann auch schon was zusammen. Wogegen das, was ich angespart habe, also ich würde sagen, so circa 50% unseres
jetzigen Geldvermögens, das ist also quasi die Cost-Basis. Das ist das, was wir reingepumpt haben. Und nur die anderen 50% sind dann wirkliche Kapitalerträge. Wogegen, wenn man jetzt über 40 Jahre kleinere Geldbeträge spart, dann kann es natürlich schon vorkommen, dass du von 100 Dollar, die du dann hast, hast du vielleicht nur 15 Dollar selbst eingezahlt und 85 sind tatsächlich dann die Erträge schon. Mhm. Jetzt wollen wir trotzdem ambitioniert bleiben und sagen mal, okay, wir wollen jetzt versuchen, früher in Rente zu gehen. Ist ja jetzt egal, ob mit 40 oder mit 50. Wie fängt man denn da an? Also wie hast du angefangen? Du hast jetzt vorher gesagt, du hast jetzt keine Excel-Sheets genommen und das alles durchgerechnet, aber du musst ja schon irgendwie dir einen Plan gemacht haben. Weil sonst, klar, wir sparen alle ganz gerne mal, kaufen alle gerne Aktien, aber du musst ja irgendwann mal angefangen haben zu sagen, okay, ich rechne mir das jetzt mal zumindest halbwegs durch, habe ein Ziel, dass ich sage, okay, ich will in 10 Jahren, sagen wir mal, 1 Million haben oder 2 Millionen oder was auch immer. Und was muss ich dafür tun? Also wie fängt jetzt da jemand zu Hause, der sich vielleicht mal so einen groben Plan machen will, wie fängt man da an? Also man kann das natürlich schon über so ein Spreadsheet machen. Ja, also du guckst dir an, was du heute verdienst und natürlich dein Nettoeinkommen. Dann kannst du sagen, dann vielleicht 20-30% kann man davon abzweigen. So habe ich übrigens auch angefangen. Also mein erster Job bei der Fed habe ich so 25-30% gespart und habe ich gedacht, oh, das ist ja ganz toll. Also da bin ich ja viel größere Sparrate als so der durchschnittliche Amerikaner mit seinen 4-5%. Aber natürlich immer noch nicht so viel, wie so viele Leute in dieser Frugalistenbewegung heute. Ja. Aber dann kann man natürlich schon mal sagen, also man schreibt das dann fort und dann sagt man, ja, dann kann man natürlich so einen erwarteten Ertragssatz da anrechnen. Also ich würde sagen, also damals habe ich wahrscheinlich so gesagt 2% Inflation, 7% Nominalverzinsung, also 5% reale Verzinsung. Das kann man natürlich auch mal ganz pessimistisch sein und dann sagt man, ich nehme jetzt nur so 3-4% reale Erträge, also selbst bei Aktien, also ganz langfristig gesehen. Also 7 ist ja schon sportlich. Das wäre ja schon sportlich. Also auf lange Sicht, dass man das wirklich immer kriegt pro Jahr. Durchschnittlich ist natürlich schon genau. Viel. Also 7% nominal, also ich glaube in den USA hatten wir so rund 6,7% reale Erträge über die letzten 140 Jahre oder so. Und jetzt kann man natürlich sagen, da wir heute ja relativ hoch anfangen mit den KGVs, also Kurs-Gewinn-Verhältnis, also ist ja egal, wie man es rechnet, also entweder das Kurs-Gewinn-Verhältnis, ob man es jetzt ein Jahr voraus oder ein Jahr zurück oder wie Schiller, sind die Märkte 10 Jahre jetzt schon zurück, gut gelaufen, klar. Sind ja nun schon sehr gut gelaufen, was eigentlich auch gar nicht so schlecht sein muss, wenn man jetzt anfängt. Ja, der Crash ist ja am Anfang dann kann theoretisch ja sein, besser. Genau, wenn der Crash kommt, also konditional gesehen, wenn der Crash kommt, dann müsste es eigentlich ganz am Anfang sein und dann investiert man dann so durch die Talsohle durch, ist mir ja auch passiert. Also wie ich gesagt habe, 2000 habe ich angefangen, da hatten wir den Crash in 2001. 2008 habe ich dann die nächste große Gehaltserhöhung bekommen. Dann auch wieder der große Crash, durch die Talsohle durch, weiter investiert. Also nicht mal irgendwas mit Market Timing. Also, hast du dann einfach über Sparpläne? Ich habe das einfach über Sparpläne. Also das ist natürlich jetzt auch länderspezifisch. Also in den USA gibt es diese 401k-Plans. Yeah. Das sind diese Sparpläne, die man durch seinen Arbeitsplatz bekommt. Und da kann man selbst, damals waren das so rund 18.500 Dollar, jetzt sind es glaube ich sogar schon 19.000 Dollar, kann man selbst reinlegen, ohne dass darauf Einkommensteuern fällig werden. Und der Arbeitgeber gibt ja dann noch was dazu. Und das Tolle daran ist, dass das, was dir dein Arbeitgeber dazu gibt, da brauchst du keine Sozialversicherungsbeiträge. Ja, okay, das ist super. Also es ist schon unschlagbar günstig. Natürlich, Steuern muss man irgendwann doch bezahlen, aber es rechnet sich schon, wenn man quasi als Hochverdiener, wenn man arbeitet, hat man natürlich einen höheren Grenzsteuersatz. Und wenn man dann in Rente geht, dann ist man in der niedrigeren Steuerklasse und dann zahlt man dann weniger Steuern darauf. Also da ist diese Steuerarbitrage also schon ganz, ganz beachtlich. Und dann in Amerika kommt noch dazu, also ich habe vorher in Kalifornien gearbeitet, einer der höchsten Grenzsteuersätze überhaupt in der ganzen Nation. Dazu nochmal 35% Grenzsteuersatz in den USA, also auf der Bundesebene. Ja, und jetzt bin ich natürlich im Bundesstaat Washington, da gibt es gar keine Einkommensteuer auf Staatsebene, sondern nur in Anführungsstrichen die Steuer auf dein Bundeseinkommen, aber halt auch zu einem niedrigeren Steuersatz. Und ja, das rechnet sich schon, dass man da alle diese Steuertricks mitmacht. Und ja, dann kann man halt sehen, wie viel muss ich sparen, damit ich so und so viel Geld zu einem gewissen Zeitpunkt habe. Und das Tolle bei dieser Frugalistenbewegung ist ja natürlich auch, dass jeder Euro oder jeder Dollar, den man zusätzlich spart, nützt einem ja zweimal.
Das erste Mal, weil man natürlich viel mehr Geld anspart. Und das zweite Mal, weil natürlich auch das Spartarget, also das Sparziel, natürlich dann auch niedriger sein muss, weil man sich daran gewöhnt, mit weniger Geld zurechtzukommen. Ist man halt Frugalist, man findet alle möglichen Tricks, wie man weniger Geld ausgibt. Also wir haben es jetzt natürlich auch nicht auf die Spitze getrieben. Das hast du ja schon angedeutet, dass du jetzt nicht auf wirklich viel verzichten musst. Gab es irgendwas, weil du jetzt gut verdient hast, okay, gab es irgendwas, worauf du jetzt gesagt hast, okay, darauf muss ich jetzt halt verzichten, wenn ich wirklich dann ambitioniert sein will? Ja, also nicht, dass ich es großartig jetzt vermisst hätte, aber ich habe natürlich dann auch als Frugalist auch keine neuen Autos gekauft. Ja, man kauft sich dann so ein Auto 3 oder 4 Jahre alt, fährt das dann bis auf immer, bis es dann zusammenfällt. Und dann kauft man sich wieder ein 3 Jahre altes Auto. Also das wäre zum Beispiel ein Beispiel. Also anstatt waren Urlaube drin in der Zeit? Ja, natürlich alle Urlaube. Also wir sind immer dahin geflogen, wo wir hin wollten. Also wir sind mehrmals im Jahr in Urlaub geflogen. Wir sind dann auch manchmal so ganz auf Geratewohl mal rumgefahren. Oder es hat mal jemand gesagt, hey, soll man nicht zum Grand Canyon fahren? Wir wollen mal einmal durch den Grand Canyon durchwandern an einem Tag. Und da habe ich gesagt, ja klar, wann wollen wir los? Und dann sind wir da hingeflogen, haben natürlich noch ein bisschen weiter Urlaub draus gemacht, sind dann zu den anderen Nationalparks auch noch mitgefahren. Und ja, also einschränken in der Sicht mussten wir uns eigentlich nie. Also zum Beispiel, um mal ein Beispiel zu nennen, als ich dann in Rente gegangen bin und ich habe das dann im Büro bekannt gegeben, waren alle Leute überrascht und da habe ich gesagt, jawohl, Klopf auf Holz, also das ist ja toll. Also es ist noch niemandem aufgefallen, dass wir nun ausgerechnet überschwänglich sparsam sein sollten. Also aber es liegt natürlich dann auch daran, dass wir ein relativ hohes Einkommen hatten und halt immer die Einstellung hatten, ja, wir haben Geld übrig, das muss man ja nicht alles ausgeben. Also warum müssen wir uns jetzt alle 2, 3 Jahre ein neues Auto kaufen? Und das hat man dann halt einfach angelegt. Was ist denn aus deiner Sicht der größte Fehler? Jetzt warst du in einer Investmentbank, bist auch in dieser Community unterwegs. Wenn man jetzt einmal weniger Einkommen hat, dann muss man natürlich auf irgendwas verzichten. Genau. Was ist denn jetzt aus deiner Sicht der größte Fehler, wo die Leute, das Auto haben wir schon besprochen, wo die Leute einfach sehr viel Geld verballern, mit dem sie vielleicht sehr viel erreichen könnten? Ja. Was ist da aus deiner Sicht? Ja, 3 Kategorien. Das sind ja so die 3 Standardkategorien: Wohnen, Auto und Essen. Ja, also in einem viel zu großen Haus wohnen, das ist ja gerade in Amerika so gang und gäbe, dass man nicht fragt, wie viel Haus brauchen wir eigentlich, sondern dass man zur Bank geht und fragt, also hier ist unser Einkommen, wie viel Haus können wir uns leisten, und dann quasi mit diesem Schein von der Bank shoppen geht und dann vielleicht noch mal ein bisschen rüber geht, weil er sagt, ja okay, also das Haus, ja jetzt ist es so $20,000 drüber, ach, das legen wir auch noch mit da drauf, und dass man dann viel mehr Haus hat, was man eigentlich braucht. Dann beim Auto, ja, ständig neue Autos, alle 2, 3 Jahre neues Auto. Dann natürlich auch nicht das Auto, was einen einfach zum Punkt A, zum Punkt B bringt, sondern das Auto, mit dem man dann ein bisschen angeben will, also PS-starke Autos. Beim Essen natürlich auch, also anstatt zu Hause zu kochen, jeden Tag essen gehen. Man kommt nach Hause, macht den Kühlschrank auf, ist nichts drin. Also die Grenzkosten, das erste Mal dann zu Hause zu kochen, sind natürlich dann tatsächlich sehr hoch. Man muss zum Lebensmittelladen gehen, quasi alles neu kaufen. Aber wenn man dann quasi so in diesem Zyklus mal drin ist, dass der Kühlschrank dann voll ist und man dann nur das nachkauft, was man gerade zum Wocheneinkauf braucht, dann ist das eigentlich, dass die Grenzkosten für das nächste Essen eigentlich relativ gering. Während man vor einem leeren Kühlschrank steht, dann sagt man sich, ja, dann machen wir jetzt einfach Takeout oder Delivery. Und das kostet sogar weniger, als dann einmal den Kühlschrank neu aufzufüllen. Und Thema Essen spielt ja auch schon in eine Beziehung rein. Wie kann man sich denn das mit deiner Frau vorstellen? Also erste Frage, wie lange kennst du sie schon? Ihr habt jetzt eine 5-jährige Tochter. Ja. Das ist ja die Frage, wie verklickert man das sozusagen der Frau? Also hatte die von Anfang an denselben Lifestyle oder hat die erstmal sich gedacht am Anfang, Mensch, der Typ spinnt ja, der will mit 44 in Rente gehen. Oder also, wie lief der das? Typ verdient viel, da hänge ich mich an den mal dran und dann eröffnet er mir, ja, jetzt müssen wir aber sparen. Hier und dann mal die neue Chanel-Tasche und so weiter und so fort. Genau. Und nee, also wir waren einfach von Anfang an da genau gleich. Also ich sage immer so, wir haben zwar unterschiedliche
unterschiedliche Könnensbereiche, was wir gut können, aber so die gleichen Werte auch. Ja? Also wir müssen nicht großartig ausgehen. Uns schmeckt es eigentlich zu Hause am besten. Meine Frau kocht exzellent. Die ist aus den Philippinen originally. Gute ist auch Küche. Einwanderer. Das ist eine gute Küche. Das genau, kann man ist auch Einwanderin in den USA. Und also ihre Eltern sind auch ein bisschen früher in Rente gegangen als das gesetzliche Rentenalter und hat das dann bei ihren Eltern gesehen, wie schön das ist, wenn man in der Frührente dann reisen kann und Freiheit hat. Und also da war sie eigentlich von mir, also mit meinen Ideen, also gleich ganz von Anfang an hatte sie da die gleichen Ideen. Und ich habe ihr gesagt, also wenn du jetzt eine Gucci-Handtasche haben willst, dann können wir uns die auch noch leisten. Aber muss halt wollte sie nicht. Wir können uns leisten, aber wir müssen es nicht haben und wir sind auch so glücklich. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, wie viel Vermögen du hast. Also du musst es jetzt natürlich nicht verraten. Ja. Vielleicht kannst du uns eine Hausnummer geben. Und es wäre natürlich spannend, was mich jetzt vor allem interessieren würde, gerade für die Praxis, auch für die Zuschauer. Also wo steckt das genau drin und wovon lebst genau. du jetzt sozusagen? Genau. Also lebst du von Dividenden, verkaufst du schon was? Wie sieht das konkret aus? Ja, also wir sind da schon im siebenstelligen Bereich und zwar nicht im niedrigen, sondern eher so im mittleren siebenstelligen Bereich jetzt. Es hat sich sogar vermehrt, als wir in Rente gegangen sind, sind wir sogar noch mal so um 13-14% gewachsen. Also du bist Millionär, kann man dann ja, sozusagen genau, sagen. Genau, also Dollar-Millionär ist ja fast das gleiche wie Euro-Millionär heutzutage. Und ja, das haben wir verteilt auf, wir haben natürlich auch ein Eigenheim gekauft und zwar, das haben wir dann auch in bar bezahlt, also nicht in Dollarnoten, sondern per Banktransfer natürlich, aber dann halt ohne Hypothek bezahlt und das gibt natürlich so einen zusätzlichen Sinn der Sicherheit, dass man, also falls jetzt mal alles ganz schief gehen sollte, haben wir unser Haus, wir brauchen keine Miete zu bezahlen, wir müssen auch nicht umschwänglich reisen. Weil du jetzt gerade sagst, wenn alles schief gehen sollte, ja. Was könnte denn schief gehen? Ja, es ist also halt ein Aktienmarktcrash. Ja. Also was würde sich dann von heute auf morgen konkret verändern für dich? Also wahrscheinlich nichts. Also um jetzt mal so die Asset Allocation zu sagen, also wir haben 55% in Aktien. Das sind hauptsächlich ETFs und grob Index Mutual Funds. Und sowohl USA als auch weltweit und dann weltweit auch developed und emerging, also so auch Schwellenländer. Also möglichst breit gestreut. Möglichst breit gestreut. Okay. Und da haben wir 55%. Dann haben wir nochmal 35%. Das ist natürlich auch sehr vom Aktienmarkt abhängig. Ich mache so ein bisschen meine Optionshandelsstrategie. Also ich verkaufe Put-Optionen auf den S&P 500. Okay. Also es ist quasi, das kennt man ja so aus der Aktienhaltung, wo dann Leute sagen, die machen Covered Call. Also die besitzen den grundlegenden Wert und verkaufen dann eine Call-Option und verkaufen dann quasi so das Upside-Potential. Okay. Und das ist eigentlich als Frühpensionär, als Vorruheständler eigentlich ganz nett, denn man muss ja gar nicht mehr so den ganz großen Wurf mit dem Aktienmarkt machen. Wir sind ja reich und uns interessiert jetzt irgendwie meistens nur noch das Einkommen. Und nicht mehr so die ganz großen Erträge. Und wenn der S&P jetzt morgen um 20% steigt, ist schön, dann partizipieren wir da mit unseren 55%, was wir da auf der Seite liegen haben. Aber mit den 35% halt nicht mehr, weil wir dann so dieses Upside-Potential verkauft haben. Aber dadurch, dass du da diese Call-Optionen verkaufst, bekommst du dann dieses Einkommen von den Call-Optionen, diesen Yield. Und ich habe es dann jetzt noch mal ein bisschen verfeinert. Ich mache das jetzt mit Put-Optionen. Es gibt ja diese Put-Call-Parity. Ich mache das mit Put-Optionen und ich mache die so ein bisschen out of the money. Also ich verkaufe die Optionen mit einem Strike unterhalb vom S&P heute. Okay. Also selbst wenn der S&P heute fällt, verliere ich dann immer noch nicht so viel Geld. Und was daran ganz nett ist, dass man einerseits das Principal, also das meiste Geld, liegt dann quasi so in festverzinslichen Anleihen. Da gibt es in Amerika ganz gute, das sind nicht die Staatsanleihen, sondern das sind die Anleihen von den Gemeinden und den Bundesländern. Und die sind dann nochmal steuerbegünstigt. Und da kann man eigentlich in Amerika immer noch relativ gute Renditen erzielen, so rund so ein 3,3% Rendite auf diese Municipal Bonds. Und dann kriegt man auch nochmal die Rendite
auf die Put-Option mit dazu. Weißt du zufällig, wie das für die deutschen Anleger jetzt ist? Wenn man, also kommt man da auch ran und wie sieht es dann mit der Steuer aus? Das sollte man als Deutscher natürlich vermeiden, denn die Steuererleichterung gilt wahrscheinlich nur, aber na, beim Steuerberater nachfragen, die Steuererleichterung sollte dann eigentlich nur für amerikanische Anleger gelten, die dann ihre amerikanischen Bundessteuern, die dann nach der amerikanischen Bundessteuer von der Steuer befreit sind bei diesen Einkünften. Und das Nette bei den Optionen ist, dass, obwohl das ja ganz kurzfristige Geschäfte sind, und zwar das mache ich dreimal die Woche, da gibt es dreimal die Woche einen Ablaufzeitpunkt, einmal Montag, Mittwoch, Freitag, also heute ist Montag. Wenn ich zurückkomme, dann gehe ich mal gerade an mein Telefon und gucke, wie da so die Aktien stehen. Und dann mache ich dann meine Trades heute Abend. Also doch kein Rentner, sondern eigentlich ja. Optionshändler. Ja, dann ist man halt Optionshändler dreimal die Woche. Also so, was man so nebenbei zum Spaß noch so macht. Und das Nette daran ist, dass die dann auch wieder steuerbegünstigt sind, obwohl das ganz kurzfristige Geschäfte sind, sind 60% der Einkünfte werden als langfristige Kapitalerträge betrachtet und nur 40% als kurzfristige Erträge. Und aber das, da muss man natürlich dann, also wenn man das aus deutscher Sicht nachmachen will, natürlich beim Steuerberater nachfragen, ob das da in Deutschland auch funktioniert. Und ja, das Nette daran ist, dass wir also jetzt das letzte Jahr haben wir allein von diesen 35% gelebt. Und bevor ich jetzt zu viel erzähle, also die letzten 10% sind an den Immobilien angelegt. Und da haben wir dann geschlossene Immobilienfonds. Das sind also Private Equity Fonds. Okay. Und da sind Leute gewesen, die ich sehr gut kenne. Und die legen dann die machen da quasi eine GmbH daraus und verkaufen Anteile in der GmbH. Und da geht es also teilweise mit 20, teilweise 50, teilweise, ich glaube, letztes Mal hatten wir über 200 Millionen Dollar an Eigenkapital. Und ich bin dann mit meinen kümmerlichen 250 Dollar natürlich auch noch mit eingestiegen. Also das ist dann also auf Freundschaftsbasis, lassen die mich da auch noch so ein bisschen mit investieren. Die sind natürlich viel mehr an großen institutionellen Anlegern interessiert. Das ist jetzt schon alles sehr speziell, ja. Also klar mit den Puts ja. Und so weiter. Vielleicht interessiert das auch einige, die da vielleicht wirklich heiß drauf sind. Aber jetzt lassen Sie noch mal sozusagen zum Hausgebrauch kommen. Genau. Jetzt sag mal Dividenden oder, ja. Oder sag mal passives Einkommen, genau. Wo man jetzt nichts machen muss und auch theoretisch Verkäufe, also diese genau. Entnahmepläne. Genau. Was wären jetzt deine Tipps, um das möglichst einfach, ohne dass man jetzt noch handeln muss, ohne dass man jetzt der absolute Crack sein muss, was wären da sozusagen deine Tipps, wie man davon halbwegs leben kann und wie man das oder halbwegs durchplanen kann? Also was einen in unserer Branche natürlich etwas nervös macht, ist, dass man alleine von den Dividenden bei 2-3% Dividendenrendite kann man natürlich alleine davon wahrscheinlich seine Lebenshaltungskosten nicht unbedingt oder? Beschreiten, zumindest am Anfang nicht. Man muss dann schon sich darauf einstellen, dass man dann teilweise auch ein bisschen von seinen Anlagen verkauft. Und steuerlich ist das ja gar nicht mal so eine schlechte Sache, ja? Denn du verkaufst dann Aktie XYZ und das sind 10.000 Dollar und von den 10.000 Dollar sind nur 4.000 Dollar tatsächlich zu versteuern und die 6.000 Dollar ist ja das Geld, was du reingelegt hast. Also steuerlich ist es ja wahrscheinlich gar nicht so dumm, dass man dann auch ein bisschen was verkauft und dann davon lebt und dann damit dann auch so ein bisschen die Steuern optimiert. Ja, aber damit muss man sich natürlich dann, darauf muss man sich dann einstellen, dass man auch ein bisschen was verkauft. Und also insbesondere mit diesem Sequence of Return Risk ist das natürlich etwas beängstigend. Vielleicht kannst du das nochmal genauer erklären. Sequence of Return Risk bedeutet, dass wenn du ganz am Anfang deines Vorruhestandes dann einen Marktcrash hast und du dann Anteile verkaufst, dann musst du die natürlich exakt da verkaufen, wo die Kurse am niedrigsten sind. Und dadurch verkaufst du natürlich viel mehr Anteile, als du anfangs geplant hast. Und dadurch kann es in der Tat sein, selbst wenn zwischen heute und dem Jahr 2050 die Renditen eigentlich ganz gut aussehen, wenn du am Anfang einen Bärenmarkt, einen Marktcrash hattest, kann es sein, dass du dein Portfolio dadurch so weit auflöst, dass du dich davon nie wieder erholen wirst. Also selbst die nächsten 30, 40 Jahre wirst du dich nicht wieder erholen. Wie vermeide ich das dann? Also man rechnet ja mit diesen Monte-Carlo-Simulationen genau. Zum Beispiel. Also vermeiden, am einfachsten vermeiden, indem man erstens eine niedrigere Entnahmerate nimmt als die 4%-Regel
Andererseits, dass man auch ein bisschen flexibel ist, dass man nicht sagt, also auf Teufel komm raus, nehmen wir jetzt jedes Jahr 4% raus. Und zwar nicht 4% von deinem aktuellen Vermögensstand, sondern 4% von deinem anfänglichen Vermögensstand plus Inflationsbereinigung. Und wenn du da ein bisschen flexibel bist und sagst, also nach dem Marktcrash nehmen wir jetzt mal ein bisschen weniger raus, wir reisen jetzt mal ein bisschen weniger. Einige Auslagen sind natürlich vollkommen unflexibel. Ja, das sind Auslagen wie Grundsteuer, Krankenversicherung. Da hat man dann relativ wenig Flexibilität. Insbesondere, also viele Frugalisten werden wahrscheinlich schon so weit ihre Ausnahmen gesenkt haben, dass potenziell sehr wenig Raum nach unten da ist. Also mein Vorschlag ist, man geht nicht in Rente, wenn man mit ganz niedrigem Niveau schon in Rente gehen kann. Man geht dann in Rente, wenn man auch ein bisschen was an extra Raum hat, was man dann auch wieder reduzieren kann. Also das war halt auch nochmal ein Grund, warum wir jetzt nicht so wie Mr. Money Mustache in Rente gehen, sondern eher so wie dreimal Mr. Money Mustache in Rente gehen können. Und wenn dann was schief geht, dann können wir uns immer noch auf das Niveau von Mr. Money Mustache reduzieren in unseren Auslagen. Und dann klappt das auch wieder langfristig. Diese 4%-Regel, vielleicht kommen wir da noch mal kurz drauf, die gilt ja so als Gesetz, aber ist ein bisschen gefährlich, oder? Vielleicht kannst du uns noch mal kurz erklären, wie das genau gerechnet wird. Also mit der 4%-Regel, also historisch gesehen, was man da gemacht hat, ist, man hat sich angeguckt, wir gehen jetzt mal davon aus, wir gucken uns jetzt mal an, wir nehmen jetzt mal eine Kohorte, die gehen 1926 in Rente und nehmen dann diesen 4%-Satz und sagen, wir konsumieren im ersten Jahr 4% unseres Geldvermögens und dann egal, was mit unserem Portfolio passiert, konsumieren wir immer wieder weiter diesen Betrag und nicht nur diesen Betrag, sondern sogar auch die Inflationsbereinigung über diesen Betrag. Und wir gehen jedes Jahr 1926, 1927 und so weiter bis, sagen wir 1988 und dann von 88 bis 2018, das ist das letzte 30-Jahres-Window-Fenster, wo man diese Rechnung anstellen kann. Und dann guckt man, was sind denn da so die schlimmstmöglichen, die niedrigsten Entnahmeraten gewesen, mit denen man trotzdem noch diese 30 Jahre überlebt hätte. Und da geht man dann ja nicht davon aus, da guckt man dann ja nicht danach, was ist denn der Mittelwert von den Entnahmeraten. Also man will ja nicht im Durchschnitt nicht den Misserfolg haben und dann im Alter von 65 Jahren geldlos dastehen. Man will es ja, also es ist ja quasi dieses asymmetrische Risiko. Man hat am Ende lieber etwas mehr Geld übrig, als dass man mit 60 oder 67 Jahren dann ohne Geld dasteht. Also man guckt sich danach an, was sind denn so die Worst-Case-Szenario, also die schlimmsten Szenarios, die möglich sind. Und die schlimmsten Szenarios sind natürlich sowas wie 1929, wo man dann die Weltwirtschaftskrise hat, wo dann die Aktien unglaublich nach unten gehen. Was war jetzt das schlimmste Szenario, mit dem du gerechnet hast? Also das schlimmste Szenario, also ich rechne also mit allen Szenarios und gucke, was ist das Schlechteste. Und 1929 oder so Mitte der 60er Jahre, das sind die schlechtesten Szenarios, wo man nach 50, 60 Jahren dann tatsächlich Angst haben muss, dass man mit der 4%-Regel schon so circa nach 40 Jahren ohne Geld dastehen würde. Und deswegen bevorzuge ich also eher so die 3,2%-Regel oder 3,5%-Regel. Also wie viel nimmst du dann im Moment de facto? Das muss natürlich jeder auch wieder selbst ausrechnen. Also ich habe bei mir mal 3,25% angesetzt und ich habe jetzt noch das Glück, ich bekomme noch 3 Jahre meine Deferred Bonuses weiter. Also ich habe noch 2019, 20 und 21 kriege ich noch Bonuszahlungen von meinem letzten Job. Das sind so diese Zahlungen, die einbehalten werden, wo die Firma sehen will, also ob du jetzt irgendwelche Sachen aus dem Büro geklaut hast und ob du jetzt was Negatives über deine Firma schreibst, dann würden diese Zahlungen dann natürlich einbehalten werden. Und, aber die werden natürlich dann noch 3 Jahre weiter ausbezahlt. Also ich habe jetzt im letzten Jahr nur etwa 2% entnommen, was natürlich so wenig war, dass mit unseren Erträgen unser Vermögen sogar noch gewachsen ist. Und also langfristig würde ich mal so 3,25% ansetzen. Aber es hängt natürlich von jedem so persönlich ab. Also so das eine
das eine Ende vom Spektrum, so die Leute, die mit 30 in Rente gehen und nun fast gar nichts in die Rente eingezahlt haben und dann tatsächlich 60 Jahre lang komplett alles selbst versorgen müssen, die müssen garantiert mit viel weniger als 4% auskommen. Oder es gibt auch andere Leute, die so mit 45, 50 in Rente gehen und relativ gute Rente, also sowohl betriebliche als auch staatliche Rente bekommen, wo dann vielleicht auch beide Ehepartner gearbeitet haben und beide gut Rente bekommen. Und die dann sagen, also wir bekommen eigentlich mit 65 dann oder 67 so viel Rente, dass wir gar nichts mehr von unserem Kapital brauchen. Also wir können unser Kapital die ersten 18 bis 20 Jahre komplett aufbrauchen. Die können natürlich viel mehr als 4% entnehmen. Also es hängt so stark von deinen persönlichen Parametern ab. Also ich sage immer so, die 4%-Regel ist ungefähr so sinnvoll, als würde man sagen, wir müssen jetzt alle 10, also Größe 10 Schuhe tragen. Also für die Herren, jetzt weiß ich nicht, wie das bei den Damen ist, Größe 8 Schuhe für die Damen und Größe 10, 11. Du hast größere Schuhe als ich, weil du ein bisschen größer bist. Und ja, das stimmt natürlich auch. Das ist vielleicht so der Mittelwert von allen. Und für viele Leute ist es auch exakt angemessen, aber für viele Leute sind da die Größe 10 Schuhe viel zu klein und für andere sind sie viel zu groß. Also es ist schon relativ unsicher und es ist schon relativ unsinnig, von einer 4%-Regel zu reden. Also wir rechnen eher mit einer Faustregel. Also zum Beispiel, wo die 4%-Regel natürlich sehr gut funktioniert, ist für jemanden wie den Oliver Nölting. Ja? Also der geht in 10 Jahren in Rente. Und der weiß ja gar nicht, was sind denn da die KGVs im DAX und im S&P 500. Und da kann man jetzt mal sagen, also als Statistiker würde man sagen, was sind denn da jetzt so die unbedingten Werte, mit denen ich da rechnen muss. Ja, und da kann man natürlich schon sagen 4%. Aber jetzt abhängig von unseren heutigen Aktien-Valuations und Bewertungen, würde ich dann schon etwas weniger ansetzen, weil heute sieht es schon eher aus wie 1929 und 1966, wie so 1975 oder 82. 75, 82, da waren die Werte natürlich komplett niedergeknüppelt. Das heißt, du rechnest auch, sagen wir mal, in den nächsten 2, 3, 5 Jahren mit einem Crash? Nee, also auch nicht unbedingt mit einem Crash, aber man ist darauf vorbereitet. Und wann der Crash nun exakt kommt, das weiß natürlich niemand. Aber man rechnet halt mit weniger Aktienrendite, als jemand, der sich jetzt komplett nach dieser Trinity-Studie bewegt. Da. Was wären denn jetzt noch Tipps und Tricks, die Leute wissen sollten aus deiner Erfahrung? Du hast jetzt eine gewisse Expertise, zum Beispiel diese 4%-Regel, haben wir darüber gesprochen. Was sind denn jetzt noch so Sachen, wo sich die Leute zu Hause einlesen könnten, sollten, wenn sie sich dafür interessieren oder wenn sie jetzt gerade vielleicht dabei sind, anzufangen und sagen, ich will früher in Rente, was würdest du den Leuten noch ans Herz legen? Also mein Blog ist ja eher auf die Leute ausgerichtet, die entweder in Rente sind oder kurz vor der Rente stehen oder so 3 Jahre vor der Rente stehen und sich mal fragen, worauf muss ich mich denn jetzt gefasst machen? Die Leute, die jetzt gerade erst so mit dem Aktiensparen anfangen, also ja, so diese Blogs wie Mr. Money Mustache oder Frugalisten. Es gibt auch ein sehr interessantes Buch von diesem Jim Collins, The Simple Path to Wealth. Und die sind auch, also wem jetzt so das Mathematische und das Finanzmathematische nicht so sehr liegt, was jetzt vielleicht von euren Zusehern vielleicht nicht so sehr der Fall ist, aber also wem jetzt so das Mathematische nicht so sehr liegt, also dieser Jim Collins schreibt das schon sehr aus der Sicht von jemandem, der jetzt auch nicht so mathematisch bewandert ist und der so, es ist eher so eine psychologische Barriere. Also ich habe jetzt Geld und das Geld möchte ich investieren und ich habe jetzt Angst, dass ich was falsch mache und in den falschen Fonds investiere und ich habe jetzt so eine Angst, ich mache also jetzt eher gar nichts. Auch. Genau. Und also das ist eigentlich ein ganz interessantes Buch auch und wer das Buch nicht kaufen will, kann einfach diese 31 oder 33 Teile auf seinem Blog nachlesen.
Und also so jetzt, um jetzt einfach so über diese psychologische Überwindung rüberzukommen, jetzt, also insbesondere mit den heutigen Aktienbewertungen da Geld rein zu investieren. Es gibt ja immer diese, und das Schlimme ist ja, es gibt ja eigentlich fast immer diese psychologische Barriere. Also jetzt sind die Aktien teuer, da wollen die Leute nicht investieren. Und wenn es jetzt mal einen richtigen Crash gibt, dann haben sie erst recht Angst zu investieren. Und ich war immer das Gegenteil davon. Also wenn es einen Crash gab, dann war ich immer so auf die Bewertung aus und habe gesagt, jetzt sind Aktien günstig, jetzt investiere ich eher noch mehr. Und wenn Aktien dann weiter steigen, dann sage ich, ja, jetzt sind sie teuer. Aber so gegen dieses Momentum, gegen diesen Trend möchte ich mich jetzt auch nicht lehnen. Also ich kenne viele Leute, die haben gesagt, ja, ich steige jetzt bei Aktien aus, die sind mir jetzt so teuer, ich warte, bis sie nochmal wieder auf 2000 runtergehen. Die warten heute noch? Und die warten heute noch. Oder noch schlimmer, dann sind die Aktien tatsächlich bis auf 2000 runtergegangen und die haben trotzdem nicht investiert. Exakt aus diesem Grund, weil dann wieder dieses negative Momentum da war. Und die dann gesagt haben, nee, jetzt gehe ich auch nicht rein. Jetzt kann es auch noch mal weiter runtergehen. Also es gibt Leute, die schon seit Jahren zigtausende oder hunderttausende von Dollar so in Cash und Money Market haben und die das Geld nie weiter investiert haben aus dieser Angst. Noch eine Frage, was ich auch auf deinem Blog gelesen habe, auch zu diesem Thema mit der 4%-Regel und so weiter und so fort. Ein Gastbeitrag war es, glaube ich, wo es um die Wohler geht. Also man kann ja sozusagen jetzt nicht garantieren, dass im Durchschnitt, was wir schon besprochen haben, dass die Aktienmärkte jetzt 6-7% geben und die Wohler kann ja dafür sorgen, dass es zwischendurch richtige Schwankungen gibt. Wie sehr ist denn so eine steigende Wohler, die muss ja nicht kommen, aber wir haben ja momentan, wir merken ja schon, es ist einiges im Umbruch, Digitalisierung, Trump, Handelskrieg, vielleicht kommt da auch noch mehr, Brexit, gibt ja einige Sachen, Euro-Krise kann auch wieder kommen. Also die Wohler könnte ja massiv steigen in den nächsten, sagen wir mal, 5, 10, vielleicht auch 20 Jahren. Inwieweit lässt sich denn sowas in solche Modelle überhaupt einpreisen? Ich meine, man hat ja, also wenn man sich jetzt historische Returns anguckt, also man kann ja auch Monte Carlo mit historischen Returns machen, also dann hätte man da schon quasi so eine Volatilität, die mit der Zeit auch schwankt. Und das könnte man damit schon auch wieder mit simulieren. Also es stimmt schon, also wenn man jetzt so diese Monte Carlo Sachen macht und jetzt nur so diese langfristigen Mittelwerte nimmt, hat man dann natürlich diese Volatilitätsspikes, diese großen Sprünge in der Volatilität nicht damit beachtet. Aber es ist auch andersrum wieder so, dass diese Monte-Carlo-Simulationen, die jetzt komplett auf simulierten Daten und nicht auf historischen Daten existieren, dann auch wieder gewisse, einen überhöhten Pessimismus haben. Denn also wenn man jetzt diese Volatilität hoch genug setzt, dass man auch tatsächlich mal einen 50% Verlust da mit dabei hat, das letzte Mal, als wir einen 50% Verlust hatten, ist es aber im Jahr danach auch wieder relativ schnell raufgegangen. Also das sind also auch Sachen, die man mit Monte-Carlo-Simulationen nicht so einfach simulieren kann. Also es sind schon sehr große Schwierigkeiten. Was mache ich jetzt aus den historischen Daten und wie interpretiere ich jetzt, was ist jetzt heute die Situation? Und was vielen Leuten, also so wie mir auch, da Angst bereitet ist, frag mal die Leute 1929, denen wäre auch nicht bewusst gewesen, wie schlimm das alles gekommen ist in den 30er Jahren. Also ich bin jetzt nicht so ein Crash-Prophet wie einige Leute, die manchmal auf deinem Programm sind, aber also ich, das ist mir schon im Hinterkopf und deswegen bin ich ja auch so wie ich das vorher gesagt habe, also wir haben da schon sehr viel Raum nach unten, was wir da anpassen könnten an unseren Auslagen. Also anstatt obere Mittelklasse gehen wir dann halt auf die Mittelschicht runter oder untere Mittelschicht. Also hast du und das kann man also sicherlich mehrere Jahre durchhalten, ohne dass man da in große Probleme gerät. Ja. Noch ein letzter Punkt, jetzt haben wir das schon ausführlich alles besprochen, war auch sehr spannend, dein Kind. Ja. Kinder sind ja wunderbar, aber sie sind ja auch nicht ganz günstig. Also es gibt, glaube ich, in Deutschland so ein Sprichwort nach dem Motto, bis das Kind dann, ich glaube, bis zum Studium eine Million. Also ob das stimmt, weiß man nicht genau. Kommt natürlich auch immer aufs Kind drauf an, auf die Eltern, was die verdienen, was die fürs Kind ausgeben. Aber ein Kind kostet ja richtig Geld. Inwiefern hat das jetzt in deinen Planungen eine Rolle gespielt? Ja. Und kann das jetzt jemand, der jetzt Frugalist ist, mit, sagen wir mal, deutlich geringerem Einkommen, kann sich der überhaupt ein Kind leisten?
Also zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das gehört hast, der Oliver Nölting, die haben ja Nachwuchs bekommen, also die können es bestimmt. Aber jetzt zu der ursprünglichen Frage, es hat sicherlich eine Rolle gespielt. Also wenn wir jetzt ein kinderloses Ehepaar gewesen wären, ja, dann hätte man sich quasi jeden Punkt auf dem Globus aussuchen können, wo wir hinkommen. Und da muss man auf keine Kinder Rücksicht nehmen und man geht einfach zu so einem Südseeparadies. Das stimmt schon. Also wir haben schon mehr Auslagen dadurch, dass wir uns jetzt beschränken mussten. Also wir haben uns jetzt schon sehr bewusst daran orientiert, wo haben wir gute öffentliche Schulen. Ja. Und wo kann man auch langfristig sicher sein, dass unsere Tochter da ordentlich zur Schule gehen kann und sogar vielleicht auch aufs College. Ja? Also welcher Bundesstaat hat da auch relativ ordentliche öffentliche Colleges? Also das ist ja schon ein großer Unterschied. Also das private College gegenüber diesen staatlichen Colleges. Und also das hat schon eine Rolle auch gespielt. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir unbedingt sehr viel mehr Geld ausgeben müssen. Aber es ist also Flugtickets zum Beispiel muss ich voll mitbezahlen, auf der Kreuzfahrt teilweise auch, also auch nicht voll, aber also zumindest einen gewissen Prozentsatz mitbezahlen. Und wir brauchen etwas größere Ferienwohnungen, wenn wir da zu dritt schlafen. Ja, also es ist garantiert etwas teurer, wenn man das mit Kindern macht. Aber Essen natürlich. Aber was ich jetzt natürlich nicht akzeptiere, das sind dann Leute, die sagen, ja, also es können nur kinderlose Ehepaare, die beide viel verdient haben, reißen, also diese Fire-Movement. Also es gibt sehr viele Beispiele, wo auch Leute dabei sind, die haben drei Kinder und die fliegen auch durch die Welt rum mit drei Kindern oder fünf Kinder. Also das gibt es auch in dieser Fire-Bewegung. Ja, es kostet halt etwas mehr und ja, man muss sich dann halt fragen, ist es das wert, dass man vielleicht ein oder zwei Jahre länger arbeitet? Also für uns war es garantiert wert. Und also ich würde da niemandem ausreden wollen, habt mal besser kein Kind, also dann klappt das mit der Frührente besser. Also da würde ich niemandem den Ratschlag geben. Also aus deiner Sicht auf jeden Fall möglich. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Jawohl. War sehr spannend. Haben wir alles sehr ausführlich behandelt. Auch ich fand gerade die Einblicke noch in die FED sehr interessant. Also Carsten, herzlichen Dank. Ja, danke schön. Viel Spaß weiterhin auf Weltreise. Ich hoffe, es wird dir nicht langweilig die nächsten 20 Jahre auf Weltreise. Sonst kann ich die FED vielleicht wieder brauchen. Leute, schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr vom ganzen Frugalismus haltet, wie hoch eure Sparquote ist. Würde mich sehr interessieren. Wir haben es ja besprochen, müssen wir fairerweise natürlich sagen, dass Carsten natürlich gewisse Voraussetzungen hat, die ihr vielleicht nicht alle habt natürlich. Aber er hat euch auch ein paar Tipps gegeben, die ihr euch abschauen könnt, wie ihr das vielleicht auch starten könnt. Also schreibt doch mal in die Kommentare, wie wichtig für euch Sparen ist, wo ihr vielleicht noch Potenziale seht und ob ihr auch vom Mindset her ähnlich eingestellt seid wie Carsten. Wir freuen uns auf euer Feedback. Danke dir nochmal. Danke fürs Einschalten. Wir sehen uns bald wieder und wir sind jetzt raus. Macht's gut. Tschüss. Ciao.